Da hängt er. Der Fürst der Finsternis und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Wir haben beim letzten Mal so ein paar Sachen irgendwie klar gemacht, aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Auf die Leiter komme ich ja auch, glaube ich, nicht mehr hoch, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, hier haben wir auch mehr oder weniger alles gedealt. Hier haben wir zwar... Könnte ich denn jetzt da vielleicht mal das goldene Ding da hinhängen? Gucken wir mal ganz kurz. Ne, geht nicht. Das hier. Auch nicht. Okay, also die gute Dorke hat uns irgendwie gesagt, wir müssen... Ich weiß nicht, die hat zu viel erzählt. Ich habe das meiste vergessen, dass das Bild... So, wo kommen wir denn hier nochmal hin? Das ist... Ah ja, das ist der Gang. Der Gang, der Gang. Der Gang, der Gang. Wo kommen wir hin? Ah, genau, da, genau. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt diese komische Münze da von der Dorke, die hat uns hier sauber geputzt, ne? Also mehr oder weniger mit unserem Blut gereinigt. Und da war noch was. Müssen wir denn da vielleicht hier den... Hier das Ding irgendwie... Wir gucken mal. Ich kann hier aber echt gar nichts machen. Warte, gehen wir mal raus, Sim. Und hier... Können wir hier... Aber hier... Hier ist wenigstens was möglich. Okay. Ja, dann nehmen wir mal das Kreuz. No. Den Drachen drin vielleicht. Aber er klickert nur hier auf dem Dracula. Vielleicht den Schlüssel. Die Melodie war jetzt nicht wirklich weltbewegend, aber schön. Sie ist mir ans Herz gegangen. Ah, Smokey. Oh, was habe ich jetzt genommen? Ah. Ein Edelstahl. That's great. Das sieht tatsächlich aus wie ein Uhrenschlüssel, Freunde. Okay. Wir haben jetzt wieder was Neues gefunden. Dann gehen wir nochmal zurück und gehen nochmal in das Zimmer, in das... Gutes Hörnchen. Ja, hier ist nichts. Hier ist nichts. Das ist super. Okay, dann gehen wir wieder raus. Raus. Da kommen wir raus. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Ist denn vielleicht in der Ton noch irgendwas drin, dass wir da noch irgendwas machen können oder so? Zumindest geht's da noch hin. Es geht da noch hin. Oh. Okay. Können wir denn da irgendwas machen? Warte mal. Wir legen mal hier das Kreuz da drauf. Ein Kreuz ist beim Papierspiel nie verkehrt. Aber ich glaube... Aha. Ja, mein gemütliches Bett, das ist auch sehr schön. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Jetzt rechts oder links? Ich habe es schon wieder vergessen. Wir gehen mal hier lang. Hier lang. Ah ja, da wollte ich da hin. Ja, denn genau, den Schlüssel. Das könnte für die Uhr sein, der Schlüssel. Deswegen gucken wir mal. Hier, Jonathan, mach mal auf. Können wir jetzt den Schlüssel da vielleicht verwenden? Dieses, der Uhrenschlüssel, der sieht aus. Freunde, geht doch zu, der sieht aus wie ein Uhrenschlüssel, oder? Okay, jetzt hat es den Dracula umgedreht. Und vielleicht können wir da jetzt einmal das Kreuz oder aber den Drachen reintun. Tun die Handwerker, wisst das? Moment, erstmal ganz. Wir pulsen erstmal mit dem Kreuz. Das scheint mir doch ein bisschen harmloser.
Dann nehmen wir den Drachen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Alright. You know, now we can do the thumping on the globe. Koordinaten. Ja, die Koordinaten. Wo kann ich die eingeben? 40, 25. Was sind da die Koordinaten? War das 40? Das war 40, 25. Die sind schon voreingestellt? Das war mal ein Service, Freunde. Das ist Dracula. Da ist ein bisschen schlampig gearbeitet. Das ist so. Du tust uns nichts, du beißt nicht und... Aha. Warte mal, das ist... Okay, wenn ich hier drauf kommt ein Geräusch. Was hätten wir denn noch? Wir hätten noch einen Edelstein im Angebot. Aha. Und wir hätten noch den Drachen... Drachen... Und wir hätten... Ein bisschen Feuer kann ich dir anbieten, wenn du einen rauchen willst. Du bist ja ein Drachen. Okay, pass mal, ich glaube aber, dieser Edelstein, der könnte da, weil hier war noch irgendwas zu machen. Ne? Da hatten wir auch noch einen Kreis. Da haben wir zwar schon was reingeballert, aber ich glaube, das ist... Moment, hier, passt das vielleicht? Passt das vielleicht? Passt nicht. Oh, das ist hell geworden. Hier kommt Licht rein. Freunde, hier kommt Licht rein. Schaut mal. Ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen... Ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht. Aha. Hier schöne Spinnennetze. Aber warum komme ich dann eigentlich die Leiter nicht mehr hoch? Ich würde so gerne noch mal ein bisschen da oben hochgehen. Also, das sieht irgendwie aus, das müsste da ein Schwert oder was rein. Wir haben ja ein Schwert irgendwo, ne, klar gemacht, aber ich weiß natürlich nicht im geringsten mehr, wo das ist. Ich er trägt die Golde. Gut, das haben wir ja irgendwie eingestellt. Das ist das Schwert. Seht ihr das Schwert? Wir müssen irgendwie wieder an das Schwert kommen, Freunde. Vielleicht. Aber das konnten wir nicht mehr mitnehmen. Ich das mal. Okay, wie kommen wir jetzt da jetzt wieder hin? Jetzt da wieder hin. Okay, da. Okay. Ah, alright. Das trifft sich gut. Hier wollte ich auch hin. Wollte ich hier hin? Doch, da ist das Schwert drin. Das Schwert kann ich nicht mehr mitnehmen, oder? Kann ich das Schwert mitnehmen? Okay. Okay, ich kann das Schwert mitnehmen. Das ist alles sehr praktisch aktuell. Das ist, trifft sich auf jeden Fall gut. Ja, mein schönes Schlafzimmer. Ich werde es vermissen, wenn wir nicht mehr... Müssen wir hier lang? Ja, hier ist, glaube ich, richtig. Hier ist, glaube ich, richtig. Und dann müssen wir, glaube ich, hier... Also das sieht irgendwie aus wie für ein Schwert gemacht, Freunde. Gibt ihr das nicht zu? Das ist doch, das ist alles, das ist, ich, Schwert, so, pass mal auf. Ich glaube, das ist, Das sieht natürlich entsprechend aus, als würde der Diamant just in diesem Moment genau da reinpassen.
Ich meine, unabhängig davon, dass es schon ziemlich geil aussieht, gibt er dazu, dass es eine ziemlich kranke Scheiße ist, oder? Das ist das... Sollen wir da jetzt wirklich reingehen, Freunde? Das... Oh. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ist das... Wir gehen mal rein. Ist das eine Kirche? Auf Schloss Dracula? Oh. Da geht's noch weiter. Aber hier ist ein Rädchen. Wir gucken mal. Ich kümmere mich später darum. Warte mal, hier, das sieht aus wie ein Drachenkreuz. Ich kümmere... Nein, du kümmerst dich jetzt darum. Ich will, dass du dich jetzt... Okay, wir kümmern uns später darum. So, pass mal. Das ist ein schönes Fenster hier, ne? Das ist, Dracula ist irgendwie ein ganz schön kranker Geselle, ey. Ganz ziemlich gestört. Was ist denn das hier? Alchemie? Oder irgendwie? Hier ist schon wieder der Drache oder so ein Drache, oder? Das ist, Okay, hier ist ein Pfeil. Gucken wir mal. Gift. Oh. Okay, können wir das... Der nimmt Gift mit. Gut, das... Wir haben jetzt Gift im Inventar. Buch. Okay, dann lesen wir es ein bisschen, ne? Wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann kann man immer noch mal lesen. So, hier geht man schön. Okay, das hatten wir lesen. Lesen. Hier. Ah, da oben, das Kreuz. Moment, das sieht doch verdammt. Tenet, was ist das? O-R-O-P. Was soll ich? Kosan TNT. An deiner Maid. Kosan TNT. Wie, das war's schon? Ich habe hier einfach nur geklickt, dass da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es so leicht war. Sind hier noch irgendwas? Oh. Die Theorien des jungen Genies, das ich 1469 in Florenz traf, haben sich als richtig erwiesen. Ich habe einige seiner Skizzen behalten, vor allem die einer fliegenden Maschine, die dem Flug der Vögel nachempfunden ist. Die Konstruktion dieses Apparates war eine unglaubliche intellektuelle Herausforderung. Ich werde die Maschine wieder im Turm verschließen. Dort ist sie vor Blicken geschützt. Leonardo da Vinci. Kann man noch irgendwas mitnehmen? Das ist... Die Theorien des jungen Genies, dass ich 14... Okay, das war Leonardo, das haben wir schon gesehen, okay. Aber habe ich denn irgendwas jetzt genommen? Was haben wir... Dieses komische Kreuz haben wir genommen. Alright. Hier ist es... Okay, aber sonst ist hier nichts, Leute. Das ist, Hier klicken wir mal. Ich dachte, ich komme noch da irgendwie, da, aber... Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht muss hier dieses komische Kreuz rein. Also ich muss sagen, liebe Leute, das ist mir schon fast peinlich. Ich habe heute echt viele, viele Glückstreffer. Denn Erinnerungen gibt es daran nicht. Gespoilert habe ich mich nicht. Und
kamen wir doch her, ne? Was ist denn da jetzt? Irgendwas ist da auf. Sieht aus wie eine Schlammcatchgrube, ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halt dich wacker. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45 und vielen Dank fürs mit dabei sein. Ich hätte ohne euch echt Schiss.